Hallo und schönen guten Morgen. Es freut mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Namen des Labordatenbank-Teams. Und heute bringen wir Sie up to date beim Thema Etiketten. Wir haben auch noch ein paar weitere Punkte für Sie vorbereitet. Ich nehme Sie jetzt mal mit auf die Reise, was wir alles mit Ihnen vorhaben. Heute geht es in Punkten 1 bis 4 vor allem um das Thema Etiketten, wie Sie bei sich reibungslos, sicher, schnell, automatisch, einfach auf dem richtigen Drucker das richtige Etikett oder die richtigen Etiketten in der richtigen Größe ausdrucken. Und wir stellen Ihnen vor, welche grundsätzlichen Möglichkeiten wir Ihnen hier haben und freuen uns auch ganz insbesondere, dass wir zwei Anwenderbeiträge mit dabei haben. Anwenderbeitrag 1 ist von Tim Drumann vom Labor Anikon Labor GmbH im Norden von Deutschland. Hallo Tim. Hallo, vielen Dank, freut mich hier zu sein. Tim wird dort eine Lösung vorstellen, wie dort gedruckt wird in hohem Volumen per SFTP und einer Software im Hintergrund. Und in Punkt 4 haben wir dann einen zweiten Gastvortrag vom absoluten Etikettenprofi Dr. Claudio Rolli von Fluix. Hallo Claudio. Hallo und danke für die Einladung. Wir wrappen dann ab mit einer Gegenüberstellung der unterschiedlichen Varianten, geben eine Empfehlung, was bei Ihnen im Labor unserer Meinung nach am besten geeignet ist, geben Ihnen eine Entscheidungsmatrix mit und empfehlen Ihnen auch einen Drucker für Ihren Einsatzzweck. Danach geht es weiter. Es gibt ein großes Update im Hintergrund. Wir haben die Laborbank auf Bootstrap Version 5 geupdatet. Das heißt, es gibt für Sie ganz neue Oberflächen, ganz neue Möglichkeiten. Das sieht grafisch ganz toll aus und das wird Ihnen der Patrick Oehlinger näher bringen, was da im Hintergrund passiert ist. Und der Daniel Karl zeigt Ihnen dann auch, was es da für tolle neue Suchmöglichkeiten gibt und welche weiteren Funktionen dort für Sie zur Verfügung stellen. Wie immer am Ende Fragen und Antworten für Sie. Geben Sie uns eine kleine Chance, dass wir richtig auf Sie antworten können. Geben Sie uns eine Warnung im Chat vorab. Das ist immer ganz gut. Dann können wir das ein bisschen eintakten und dann können wir da entsprechend gut und knapp und bündig und informativ für Sie antworten. Etikettendruck. Wir haben versprochen, dass wir Sie up to date bringen. Sie kennen es bei sich aus dem Labor. Am Etikett hängt ja einiges dran. Also das ist ja nicht nur die Probe, die da gerade mal reinkommt, die hier ein Etikett bekommen soll, sondern da ist ja noch wesentlich mehr dahinter. Stichwort Labororganisation, Stichwort Probenvorbereitung, ja, bis hin zu Plattenchargen und sogar Prüfmitteln möchten Sie Etiketten haben. Und jetzt ist die große Frage: Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie können wir Sie da unterstützen? Ganz grundsätzlich gibt es halt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie gedruckt werden kann. Also Grundmöglichkeit 1 ist: Wir erstellen ein PDF, dann wählen Sie aus, welchen Drucker Sie haben möchten, wie viele Anzahlen, vielleicht noch ein bisschen Abstand rechts, links, Skalierung und so weiter. Und dann klicken Sie auf Drucken und dann kommt das raus oder die Etiketten kommen raus. Sie kennen es, jedes fünfte ist dann mal vielleicht vergebens oder abgeschnitten, das sechste ragt dann ein bisschen rein. Da gibt es nämlich also, wahrscheinlich haben Sie das schon gemerkt, da muss es ja noch was Besseres geben. Gibt also dann noch eine zweite grundlegende Möglichkeit beim Etikettendruck, und zwar ist, dass man eben ein Spezialetikettenformat verwendet. Also nicht wie im gerade beschriebenen Fall, wo wir ein PDF, sprich ein Bild auf ein Etikett drucken, sondern dass wir im Prinzip einen Spezialdrucker ein Etikett erstellen lassen. Dieser Drucker kann das eben, der ist dafür gemacht, ja, der kann damit umgehen, Barcodes, der weiß, wann er abschneiden muss oder wann nicht abzuschneiden ist. Das können diese Spezialdrucker. Sie kennen es, Zebra, CPL und so weiter. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Da zeigen wir Ihnen ein paar Funktionen, wie das ganz fein in der Labordatenbank geht. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Ich übergebe an Julia Lieberxell. Julia Lieberxell wird uns dieses PDF-Beispiel zeigen, wie man mal eine größere Menge an PDF-Einzelabziehetiketten in der Labordatenbank drucken kann. Julia, du hast das Wort. Danke, Conor. Also wie schon beschrieben, beim A4-Etikettendruck geht es eben darum, dass man eine A4-Seite hat, auf der die Etiketten vorgestanzt sind
und man dann eben einen bestimmten Inhalt auf die Etikette drucken möchte, um die dann einzeln abziehen zu können und auf die gewünschten zum Beispiel Probengefäße zu kleben. Ich möchte kurz den Ablauf beschreiben, wie man die Etiketten drucken kann, welche Informationen wir von Ihnen benötigen, um die Konfigurationen für den Etikettendruck vorzunehmen und kurz dann was dazu sagen, was die Vorteile des A4-Etikettendrucks sind. Ich würde jetzt gerne meinen Bildschirm teilen, um Ihnen hier in der Probenliste zeigen zu können, wie Sie Etiketten drucken können auf ein A4-Blatt. Und zwar in dem die gewünschten probiert werden, die Option Etiketten ausgewählt, auf Drucken geklickt wird, woraufhin dann die Vorschau ausscheint, wie die Etiketten aussehen würden und das Ganze dann an den Drucker weiterschicken. Das Ergebnis wäre dann ein A4-Blatt, auf dem eben die Etiketten zu sehen sind. Was brauchen wir von Ihnen an Informationen, um die Etiketten für Sie einrichten zu können? Natürlich mal den Inhalt der Etikette. Was soll hier abgebildet werden? Ein Barcode, ein QR-Code, die Probennummer, die Auftragsnummer. Soll der Barcode die Probennummer darstellen oder zum Beispiel die Auftragsnummer? Sind noch zusätzliche Informationen notwendig? Das wäre mal, was den Inhalt angeht, was das Format angeht. Wir dann wissen die Abmessungen der Etiketten in Millimeter, die Anzahl der Spalten und Zeilen, in denen die Etiketten am Blatt vorgestanzt sind. Hier wären es zum Beispiel 4 Spalten und 12 Zeilen. Die Abstände zwischen den Spalten und den Zeilen müssten wir noch wissen und die Abstände in Millimeter zum oberen Seitenrand und zum linken Seitenrand. Wenn wir diese Informationen erhalten, können wir entsprechend die Einstellungen umsetzen. Nachdem wir die Etiketten dann vorbereitet haben, können Sie dann die Testdrucke durchführen. Meistens ist dann noch notwendig, Feinanpassungen vielleicht umzusetzen, die Etikette um 0,5 mm nach rechts zu verrücken, um sie eben optimal auf dem vorgestanzten Blatt positionieren zu können, soweit das möglich ist. Die Vorteile vom A4-Etikettendruck sind, dass man im Vorhinein Etiketten drucken kann, wenn man zum Beispiel mit einem sehr großen Probenvolumen rechnet, kann man sich hier sehr viele Etiketten ausdrucken und dann die Probenröhrchen hintereinander damit bekleben. Ein weiterer guter Anwendungsfall wäre zum Beispiel, wenn unterschiedliche Etikettenformate für einen Datensatz gedruckt werden, also zum Beispiel eine große Etikette, eine kleine Etikette und zwei mittlere Etiketten für die gleiche Probe, um sie dann ins Laborheft, aufs Probenröhrchen und noch an einen anderen Ort kleben zu können, je nach Anforderung. Das wäre es. Soweit vom A4-Etikettendruck. Ich darf an den Patrick weitergeben. Danke, Julia. Das ist eine Variante. Für bestimmte Fälle kann dieser A4-Druck mit Abziehpapier gut sein, nützlich sein. Wo das zum Beispiel an die Grenzen stoßt, ist, wenn man auch viele einzelne Etiketten ausdruckt. Das heißt, die Probe kommt rein, man möchte eine Etikette und möchte jetzt nicht warten, bis hier vielleicht 20 Proben beisammen sind, dass man ein ganzes A4-Blatt vollkriegt. Für diese Einzeldruckvariante würde man am besten so einen USB-Drucker anstecken. Der hat dann hinten einen USB-Anschluss. Ich mache jetzt hier mal die Variante mit USB. Es gibt dann auch noch das Ganze mit Netzwerk. Das schauen wir dann gleich in der nächsten Session an. Der USB-Drucker wird also per USB angesteckt und es gibt jetzt in der Laborantwort auch die Möglichkeit, dass man direkt an einen USB-Drucker
druckt. Ich mache das mal hier auf in der Labordenbank. Hier bin ich gerade in einer bestimmten Probe drinnen. Ich kann hier jetzt eine einzelne Etikette ausdrucken. Ich könnte aber auch in der Probenliste mehrere Proben auswählen und an den USB-Drucker schicken. Wenn ich jetzt hier den Druck auswähle und ich mache jetzt immer noch den Drucker auch hier mit drauf, dass man ein bisschen mitschauen kann, dann kann ich direkt aus dem Browser heraus eine Druckdatei an den Drucker schicken. Das ist eine CPL-Datei und dann kommt hier die Etikette raus. Also das funktioniert hier. Man muss dafür diese Etikette gestalten. Das kann man direkt in einer Auswertung machen und dafür braucht man einen speziellen Code, wie die Etikette aufgebaut sein soll. Das ist ein CPL-Format, das kommt ursprünglich von der Firma Zebra, wird aber auch für andere Etikettendrucker eingesetzt und man muss sich da einmal dieses Format zusammenbauen. Das ist auch etwas, was wir für Sie machen können, damit wir hier genau die QR-Code, vielleicht links oben, dann Probennummer, Probenbezeichnung, Datum. Und es ist auch möglich, wenn wir das hier über eine Auswertung machen, dass man auch noch Regeln einbaut, wo man sagt, je nachdem, welche Parameter vielleicht ausgewählt ist, kommen noch zusätzliche Informationen mit auf die Etiketten drauf. Und dann wird dieser Datensatz in diesem Format an den USB-Drucker geschickt und die Etikette kommt aus dem USB-Drucker raus. Nachteil bei dieser Variante ist, die Labordatenbank muss halt direkt per USB mit dem Drucker verbunden sein. Das heißt, der Arbeitsplatz, wo gearbeitet wird, muss an dem Drucker angesteckt sein. Wenn man jetzt mehrere Arbeitsplätze hat, dann müsste man oder würde man halt mehrere Etikettendrucker bei jedem Arbeitsplatz jeweils einen Etikettendrucker aufstellen. Es gibt da auch noch, sag ich mal, bessere Lösungen, wo das Ganze übers Netzwerk läuft, wo man dann von verschiedenen Arbeitsplätzen oder auch vom Tablet oder Smartphone aus den Druck auslösen kann. Und übers Netzwerk kommt dann die Etikette bei dem Etikettendrucker raus. Und das ist jetzt auch gleich die nächste Variante, die der Tim Drumanns uns zeigen wird, wie sie das in ihrem Labor realisiert haben. Ja, vielen Dank. Wir sind ein Dienstleistungslabor für Veterinär- und Lebensmitteldiagnostik und haben unseren Etikettendruck über eine Netzwerklösung realisiert, weil wir ja entsprechend einen sehr hohen Etikettendurchsatz haben und auch die Anforderungen immer komplexer geworden sind, welche Etiketten wo in welcher Stückzahl gedruckt werden sollen. Und das haben wir eigentlich jetzt alles ganz gut abgebildet über die Netzwerklösung. Und ich zeige das einmal in aller Kürze, wie wir es hier eingerichtet haben bei uns. Wir haben das aufgebaut auf Auswertungen, die CSV-Dateien erstellen. Und in diesen CSV-Dateien sind alle Daten, die gedruckt werden sollen, drin enthalten. Und dadurch, dass wir ausgehend von den Auswertungen sind wir sehr flexibel dahingehend, dass wir einstellen können, bei welchen Parameterkombinationen wie viele Etiketten gedruckt werden sollen, wo sie gedruckt werden sollen, bei welchen Proben wir vielleicht gar kein Etikett brauchen, was sonst ausgedruckt worden wäre und verworfen worden wäre. Und allerlei Bedingungen mehr, die wir hier einbauen können in diese Auswertung, mit der die CSV-Datei erstellt wird. Und diese CSV-Datei wird dann in einem zweiten Schritt über SFTP gespeichert bei uns auf dem Server und danach dann verarbeitet von der Software, die wir hier im Einsatz haben. Das ist die Etikettensoftware NiceLabel. Diese Software löscht die Datei, verarbeitet sie und gibt sie dann weiter an die eingebundenen Etikettendrucker und verarbeitet auch die verschiedenen Designs und Etikettenformate, die wir haben, sodass dann ja auf den Etikettendruckern ja die Dateien ja, oder die, die Etiketten im richtigen Design rauskommen. Und dadurch sind wir sehr flexibel, was den Zugriff angeht. Das heißt, wir können ja von allen Standorten, auch von externen und von allen Accounts hier im ganzen Hause bei uns
drucken auf den verschiedenen Druckern und müssen nicht physisch verbunden sein mit den Druckern. Und ja, das ist der normale Ablauf, den wir hier bei uns jetzt etabliert haben. Und ich zeige jetzt mal beispielhaft zwei normale Wege, die hier üblicherweise genutzt werden. Es gibt noch mehr, aber üblicherweise würde man zum Beispiel einmal eine Tagesliste drucken wollen. Da sieht man dann alle Proben des heutigen Tages, die Etiketten benötigen würden. Hier sieht man auch die Struktur, die die Datei erfordert. Wir haben einmal unsere Probennummern, dann den Code für den Drucker, wo gedruckt werden soll, die Anzahl, eine Informationsspalte und die Labeldatei, die dann definiert, wie das Etikett letztendlich aussieht. Und hier sieht man auch ganz schön, dass wir zum Beispiel jetzt hier bei verschiedenen Parametern verschiedene Anzahlen hier hinterlegt haben und dass dann hierüber alles gesteuert wird. Und wenn ich jetzt hier klicken würde, würde direkt wenige Sekunden später dann im Labor der Etikettendruck losgehen. Also es ist für die Anwenderinnen und Anwender sehr, sehr einfach. Ich klicke jetzt hier nicht, weil das Labor dann ein wenig verwirrt sein würde, aber so wäre der Ablauf hier. Und eine zweite Variante ist, direkt aus der Probe herauszudrücken. Das ist im Grunde genommen gleich. Also ich bin hier in meiner Probe und klicke jetzt hier auf den Etikettendruck. Dann sieht man wieder die Struktur hier, die wir eingestellt haben. Und setze hier ein anderes Label, was wir einsetzen, und per Klick auf diesen Button würde dann im Labor der Etikettendruck ausgelöst und es würde dann eine Datei oder ein Etikett erhalten werden, was in etwa so aussieht. Für die Personen, die es benutzen, ist es sehr, sehr einfach, weil es sich wirklich beschränkt auf einen Klick auf einen Button. Man könnte es sogar noch automatisiert ablaufen lassen, sodass gar niemand mehr klicken muss. Es erfordert ein bisschen Software zwischen der Labordatenbank und den Druckern, die dann die Druckdateien erstellen. Die haben aber im Gegensatz zu eben angesprochenen USB-Lösungen auch eine grafische Benutzeroberfläche, wo dann die verschiedenen Designs erstellt werden können, wo man dann sagt, ich möchte jetzt an dieser Stelle den QR-Code haben und an dieser Stelle meine Beschriftung, und ist da eigentlich relativ flexibel, was die Einstellung angeht. Und nachdem das einmal alles eingerichtet wurde, ist es eigentlich ein sehr stabiles System, was uns jetzt im täglichen Einsatz hier sehr gut hilft, die Arbeit abzunehmen. Und damit bin ich hier am Ende, über die Netzwerklösung zu sprechen, und gebe zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Tim. Sie haben es gesehen, Tim ist ein absoluter Pro in der Labordatenbank und hat offensichtlich auch eine umfangreiche IT-Abteilung im Hintergrund, die hier große SFTP-Server bereitstellen können. Und es gibt offensichtlich auch dieses lizenzierte Programm, in dem Fall ist das Nice Label Pro. Wer das nicht hat, wer keine große IT-Abteilung, große Lizenzen von Nice Label Pro hat, und auch selber genau stimmen kann über Auswertungen, wie viele Etiketten in welcher Menge mit welchen Informationen erscheinen, in welchem Raum, in welchem Labor, bei welchem Drucker, der wendet sich an einen Etikettenprofi wie Dr. Claudio Rolli von Fluix. Fluix ist ungefähr das, was die Labordatenbank ist für das Thema Etiketten. Und zwar könnte man das Modell auch beschreiben, Etiketten as a Service. Da kommt das Etikett direkt aus der Cloud, ohne dass Sie etwas machen müssen. Claudio, wir freuen uns über deine Vorstellung, deiner Lösung. Es ist ein ganz charmanter Ansatz, den wir Ihnen jetzt in den nächsten Minuten mit einer Demo auch zu Gemüte führen. Wir freuen uns. Ja, genau. Vielen Dank. Ich teile auch gerade mal hier meinen Bildschirm. Und zwar, wir von Fluix, haben uns intensiv mit dem Thema Etikettendruck auseinandergesetzt, kam eigentlich aus einem mobilen Bereich und wie man auch von einem Handy aus Etiketten drucken kann, und haben so unseren Online-Etikettendruck vorgestellt. Hier kurz zur Einführung,
also wie es jetzt auch schon klar geworden ist von meinen Vorrednern, Etiketten denkt man immer so, kennt jeder, hört sich erstmal ganz einfach an. Wenn man dann aber wirklich ins Detail geht und schaut, ich möchte jetzt wirklich Etiketten drucken, dann wird man schon noch schnell auch überfordert oder überwältigt von einer Unmenge an unterschiedlichen Druckern, Drucktechniken, Thermodirektdruck, Thermotransferdruck, um zwei zu nennen. Dann gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Etiketten, Formaten, auch Materialien, Wasserbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit. Sollen die Etiketten abziehbar sein oder sollen sie extrem stark haften, und zum Beispiel auch bei Flüssigstickstoff, also unter Kryobedingungen haltbar sein? Wie groß, was für, hier auf der rechten Seite kommt dann die Frage, was für, wie sieht wirklich mein Template aus? Was für ein, brauche ich einen 2D-Barcode, einen linearen Barcode? Wie hängt es mit der Auflösung vom Drucker zusammen, dass das auch alles gut harmonisiert? Und damit haben wir uns stark auseinandergesetzt, und wie unsere Lösung aussieht, möchte ich jetzt vorstellen. Also hier ist nochmal zur Übersicht, wie es ja zuerst vorgestellt wurde, der lokale Etikettendrucker, der mit USB an den Computer angeschlossen wird. Dann das zweite wäre ein Netzwerkdrucker, der jetzt mir ermöglicht, von unterschiedlichen Computern aus Etiketten zu drucken. Allerdings benutzt man entweder eine Middleware, wie zum Beispiel Nice Label oder Bartender, gibt es unterschiedliche Hersteller. Oder man muss eben auf jedem Computer einen Treiber installieren. Und wir haben das ganze Problem ein bisschen anders gelöst, und wir starten unsere Thermotransferdrucker, den ich hier kurz in die Kamera halte, aus mit dieser gelben Box. Das ist unsere Connect-Box. Und diese Box hat jetzt den großen Vorteil, dass sie diesen, sag ich, einfachen Etikettendrucker in einen Cloud-Drucker umwandelt. Und zwar diese Box wird vom Kunden direkt einfach mit diesem roten Kabel ans Internet angeschlossen, einfach in die Buchse einstecken und Stromkabel auch anschließen. Und diese gelbe Box verbindet sich jetzt automatisch mit unserem Druckserver. Und jetzt ist es völlig egal, von welchem Gerät ich drucke. Es kann ein Computer sein, es kann auch ein Tablet sein, vielleicht sogar ein Smartphone, wo ich eben die Labordatenbank benutze, kann ich jetzt Etiketten drucken und kann auch mehrere Drucker verwalten in meinem System. Das heißt, der Drucker ist extrem schnell zu installieren, braucht keine IT-Expertise im Labor. Und wie das genau dann aussieht, vielleicht, Patrick, kannst du in einer kleinen Demo zeigen, wie, wenn du jetzt bei dir die Labordatenbank geöffnet hast, Mache ich gerne. Claudia, vielleicht kannst du kurz den Bildschirm freigeben. Wir haben, okay. Danke dir. Wir haben, möchte ich vielleicht noch kurz dazu sagen, uns kennengelernt auf der Analytica in München. Und ich habe das gesehen, Cloud Print über Webservice. Und das ist genau das, was wir eigentlich seit Jahren gesucht haben, weil es einfach so gut passt zur Labordatenbank, die genauso in der Cloud läuft. Und wir mit den Auswertungen eigentlich schon ein fixfertiges System haben, wo wir das direkt, das Service von Fluix-Druckern direkt ansprechen können. Und haben dann direkt auf dem Messestand hier die Anbindung vorgenommen zu einem Testdrucker, der dort stand. Und in einer Stunde später kam die erste Etikette raus. Das war eigentlich sehr cool, wie das toll schnell funktioniert hat von der Anbindung her. Wir haben das realisiert als Auswertung, wo man einfach den Datensatz an den Cloud-Service schickt, und dann kommt das beim Drucker raus. Ich würde das mal gleich draufdrücken, und dann müsste man eigentlich sehen, wie das bei dem Drucker von Claudio rauskommt. Wenn ich das hier rüber sende, dann ist da ist die Etikette. Perfekt, ja. Und
Wie man hier auch im Screensharing sieht, war das über einen HTTP-Befehl, der darüber geschickt wurde. Und somit kann das über die Auswertung angesteuert werden. Ich habe das jetzt auf Knopfdruck gemacht, aber wer das System mit den Auswertungen kennt, weiß, man kann hier auch Trigger erstellen, dass zum Beispiel so ein Befehl automatisch ausgeführt wird, wenn eine oder mehrere Proben angelegt werden. Und das ist natürlich eine besonders praktische Kombination, sodass ich mir komplett jeden Klick spare. Ich lege die Probe an und die Etikette kommt raus, so wie man sich erwartet. Also das ist hier eine tolle Integrationsmöglichkeit. Vielleicht noch eine zweite Integrationsmöglichkeit ist, man kann sich die Etikettendrucker dann auch hinterlegen als Prüfmittel und kann hier auch Statusinformationen, Druckerstand, Füllstand und solche Dinge, wie viele Seiten gedruckt wurden, genauso über diese gleiche Cloud-basierende API importieren, sodass man aktuelle Informationen zu dem Drucker auch direkt im Labordatenbank-Dashboard zum Beispiel anzeigen kann. Genau. Und damit komme ich auch schon nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung, was wir dann wirklich anbieten Ihnen als Kunden. Und zwar, wir haben auch zuerst ist es natürlich unser Drucker, der kommt in der Box schon mit dem richtigen Label ausgestattet, muss nur ausgepackt werden und angeschlossen werden. Es können auch mehrere Drucker in unterschiedlichen Räumen zum Beispiel oder mit unterschiedlichen Etikettenformaten im Labor installiert werden. Sie bekommen von uns einen Aktivierungskey. Das ist, stellt sich dann sozusagen die Schnittstelle verknüpft zwischen Ihrem Labordatenbank-Account und unserem Druckserver. Und automatisch, da ist dann auch hinterlegt, welche Drucker bei Ihnen im Labor installiert sind. Wir kümmern uns oder helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Etiketten, entsprechend Ihren Anforderungen in Ihrem Anwendungsfall. Wir übernehmen auch das Design der Etiketten. Dazu gehören dann auch so Sachen wie groß kann zum Beispiel ein QR-Code sein, dass er auch noch auf einem runden Gefäß gelesen werden kann. Oder brauche ich vielleicht, habe ich eine Multiwellplatte, wo ich nur ein linearer Barcode passt. Also da helfen wir Ihnen. Und was ja auch schon der Patrick gerade kurz angedeutet hat, dadurch, dass wir diese Print-API haben, können wir Ihnen einen hervorragenden Support anbieten. Und zwar, wenn es mal zu einem Problem kommt, wir können dann schauen, wann war der Drucker zum Beispiel das letzte Mal online, war es wirklich nur eine Stromschwankung oder so, dass irgendwie, dass man den Drucker nochmal neu starten muss oder wann wurde das letzte Mal etwas gedruckt. Und so können wir sehr effizient und schnell helfen, ihm den Druck auf Vordermann zu bringen. Ich möchte noch ganz kurz auch eine Spezialetiketten. Ich weiß, vielleicht ist das für manche von Ihnen auch interessant. Wir haben auch so GHS, also Gefahrstoffetiketten, wo man auch jetzt auf chemikalienresistenten, also auch Toluol oder acetonfesten Etiketten, solche Gefahrstoffetiketten direkt aus der Labordatenbank dann drucken kann. Oder eben natürlich so, zum Beispiel solche kleinen Proben für Kryo-Etiketten in Flüssigstickstoff-Tanks. Genau, dann vielen Dank. Damit übergebe ich. Vielen Dank, Claudio. War super spannend. Danke für deinen Einblick. Du bist da ja wirklich eine Koryphäre auf dem Bereich Etikettendruck. Verweisen wir auch gerne an Dr. Claudio Rolli für Sie. Der Patrick wird uns jetzt ein bisschen die Möglichkeiten, die Sie haben, gegenüberstellen, einschätzen und für Sie einordnen. Ja, danke, Konrad. Ich habe mir gedacht, weil wir da jetzt vier Varianten gesehen haben, wie wir mit der Labordatenbank den Etikettendruck realisieren können, ist es vielleicht hilfreich, wenn wir die nochmal gegenüberstellen untereinander stellen. Wir haben hier nochmal die vier Varianten und die haben alle so verschiedene Vor- und Nachteile. Und dann kann man sich halt überlegen, was für den Einsatz vor Ort am besten passt. Die Variante, was die Julia gezeigt hat mit dem A4-Drucker, wo man die Labels dann vom Blatt runterzieht,
Ist super, wenn man jetzt viele Etiketten auch im Vorhinein drucken möchte oder wenn man spezifisches, gestanztes Papier hat mit unterschiedlichen Etikettengrößen, die gleichzeitig gedruckt werden. Hat aber den Nachteil, man muss eigentlich immer mehrere auf einmal drucken. Man kann jetzt nicht eine einzelne Etikette drucken, sonst kommt halt das ganze A4-Blatt raus und man verwendet nur eine. Das ist nicht ideal. Man würde eher immer zusammen warten, bis man mehrere Proben hat oder mehrere Etiketten und die dann alle auf einmal druckt. Das ist bei den anderen Varianten insofern besser, dass man einzelne oder auch mehrere Etiketten drucken kann. Das nächste Thema ist jetzt am Arbeitsplatz, muss der Etikettendrucker direkt verbunden sein. Bei den ersten beiden Varianten, bei dem A4 und dem USB-Drucker, ist es auch immer so, dass man quasi das Gerät direkt mit dem Arbeitsplatz verbunden haben muss. Man kann also jetzt nicht sich mit dem Handy die Labormap aufrufen und ausdrucken. Man müsste wirklich hier per USB verbunden sein mit dem Drucker oder halt wirklich für jeden Arbeitsplatz einen eigenen Drucker aufstellen. Das ist bei den Netzwerkdruckern und auch dem Cloud-Drucker-Service von Fluix wesentlich komfortabler. Und das geht dann auch auf das Thema Geschwindigkeit und Automatisierung. Wir haben bei dem A4-Drucker und bei dem USB-Drucker ist es fest vorgegeben, dass man immer eine Bestätigung braucht. Das heißt, wenn man drucken möchte, muss der User nochmal den Drucker auswählen und auf Bestätigen drucken. Diesen Arbeitsschritt, diese zwei extra Klicks, klingt jetzt nicht viel, aber wenn man natürlich tausende Etiketten pro Tag braucht, dann sind das am Ende doch sehr viele Klicks, die man hier extra hat. Bei den Netzwerkdrucker und auch bei dem Cloud-Drucker ist es möglich, wie wir angesprochen hatten, dass man das direkt rüberschickt. Und bei beiden Varianten, also sowohl bei dem Netzwerkdrucker, was uns der Tim von der Firma Anikon gezeigt hat, als auch bei dem Cloud-Drucker, was uns Claudio gezeigt hat, ist es so, dass man wirklich in dem Moment, wo man draufklickt, beziehungsweise die Probe anlegt, sofort die Etikette rauskommt. Das ist, sind hier keine weiteren Klicks dann notwendig. Wenn man möchte, kann man das komplett automatisieren. Das ist, sage ich mal, ein Vorteil von diesen beiden netzwerkbasierten Varianten. Was vielleicht ein Nachteil von den beiden Varianten ist, dass man am Anfang hier vielleicht ein bisschen einen höheren Aufwand hat an Kosten und Einrichtung. Ja. Das ist natürlich, wenn ich jetzt einen A4-Drucker verwende, die meisten haben ja schon irgendwo einen A4-Drucker rumstehen, da kann ich ja quasi für 10 Euro mir ein paar Labelpapiere kaufen und hier günstig loslegen. Die USB-Etikettendrucker, ich hatte den ja vorher gezeigt, sind auch günstiger als wie die netzwerkfähigen Etikettendrucker und man braucht auch hier keine zusätzliche Software, um den zu verwenden. Für den Netzwerkdrucker, der Tim hat angesprochen, da gibt es zum Beispiel diese Firma oder diese Software Nice Label, die muss man hier kaufen und man muss auch im Netzwerk ein paar Einrichtungen vornehmen. Für das Service von Fluids gibt es auch Kosten, die anfallen, aber zumindest spart man sich den ganzen IT-Aufwand, weil das die Firma Fluix übernimmt. Vielleicht auch ein Wort noch dazu auf unserer Seite, auf Labordatenbank-Seite, haben wir diese Einrichtungen jetzt schon mehrmals gemacht und haben jetzt so ein Paket geschnürt, das Etikettenmodul, das wir hier zum Pauschalpreis von 2000 Euro anbieten. Und wenn wir das dann einrichten für Ihre Drucker- und Labelgestaltungen, dann können Sie das nutzen für beliebig viele Drucker und Etiketten natürlich. Und dann haben Sie hier ein System, das Sie verwenden können. Welche Variante können wir dann vielleicht am besten gemeinsam herausfinden, was für die Aufgabenstellung am besten passt. Ja, und jetzt schauen wir uns noch ein neues Thema an. Und zwar haben wir ein Update erstellt für die Labordatenbank. Wir hatten dazu auch schon eine E-Mail rausgeschickt vor einer Woche, wo wir das ein bisschen angekündigt haben. Und ich möchte Ihnen kurz einen Einblick geben, bevor das nächste Woche dann bei Ihnen auch überall installiert wird. Da wechsle ich kurz den Bildschirm. Wir haben hier etwas gemacht, dass wir unsere Layout-Engine, die wir im Hintergrund verwenden, der Conrad hat es schon erwähnt, aktualisiert haben auf die neueste Version von Bootstrap. Das ist so eine Layout-Engine, mit der wir hier die Gestaltung vornehmen. Das bringt optisch ein paar, sag ich mal, ein bisschen wie ein Facelift. Die manche Knöpfe schauen ein bisschen anders aus. An sich bleibt das Look and Feel aber insgesamt gleich. Die Sachen sind auch an der gleichen gewohnten Stelle, die Knöpfe und so fort. Aber vor allem
bietet uns dieses neue Layout-System einige Möglichkeiten für weitere zukünftige Entwicklungen, Gestaltungsmöglichkeiten. Das neue Layout passt sich jetzt auch nochmal besser an auf sehr schmale Bildschirme, sei es zum Beispiel auf dem Smartphone. Oder auch wenn man einen sehr, sehr großen Monitor hat, nützen wir den Platz jetzt besser aus als vorher. Wir hatten vorher immer das Thema, man möchte eine große Tabelle anzeigen und der Bildschirm ist auch groß genug, aber man hat nicht die ganze Breite ausgenutzt. Das haben wir in dem Layout jetzt dynamisch, dass wirklich der Bildschirm immer optimal ausgenutzt wird, je nach Inhalt. Und mit diesem System haben wir auch ein paar neue Gestaltungsmöglichkeiten, wo wir jetzt Tools einbauen können, wesentlich einfacher, als wie das vorher möglich war. Und da haben wir auch zwei Sachen inzwischen umgesetzt, aufbauend darauf. Und die zeigt der Daniel, der die auch umgesetzt hat. Ja, danke, Patrick. Teile mal hier meinen Bildschirm. So. Also, das Erste, das ich hier vorstellen möchte, ist die Taskleiste, die bisher bei verschiedenen Unterseiten fix eingebaut war, die wir jetzt aber in die Navigationsleiste verfrachtet haben, wo wir mit einer kleinen Bubble auch gleich sehen, wie viele überfällige Tasks wir haben. Wenn wir draufklicken, klappt sich die auch gleich aus. Und dadurch haben wir dann auf jeder Seite wirklich Zugriff darauf. Als weiteres Feature, das da dazugekommen ist, falls man das nicht immer wieder ein- und ausklappen möchte, kann man die Taskleiste auch an die Seite pinnen und hat sie dann hier auf jeder Unterseite wieder wie gewohnt von früher zur Verfügung. Ich kann das Ganze wieder wegpinnen und dann wieder ausklappen. Ein weiteres Feature, das dazugekommen ist, ist die Schnellsuche in der Navigationsleiste, wo jetzt mittlerweile die Ergebnisse gleich direkt angezeigt werden. Einerseits bringt uns das einen massiven Geschwindigkeitsvorteil von teilweise bis zu 30-fachen Verschnellung und bekomme hier dann auch alle Datentypen angezeigt, die ich irgendwie durchsuchen will. Über das Fragezeichen bekomme ich auch eine zusätzliche Hilfestellung, falls ich zum Beispiel einfach nur nach Proben suchen will, kann ich diesen Befehl hier am Anfang eingeben. Falls ich nur nach Aufträgen suchen will, kann ich das auch hier so eingeben. Und falls ich irgendwie auf die Detailsuche von der Seite landen will, kann ich dann auch hier über diesen Knopf kommen. So viel dazu von mir. Ganz, ganz herzlichen Dank, Daniel, hier auch für deine Arbeit. Tolle Ergebnisse. Sie merken, das sind tolle Details. Das grobe Look and Feel ist gleich geblieben, aber das macht hier ganz neue Möglichkeiten. Erstens haben Sie mal eine kleine Idee bekommen, was da vielleicht noch so kommen wird an Innovationen. Zweitens ist das jetzt halt auch wirklich toll auf riesigen Bildschirmen oder auch sehr klein. Kann man wesentlich schöner arbeiten, dass Bootstrap gleicht sich da wirklich perfekt responsive an Ihren individuellen Bildschirm an. Danke Daniel, danke Patrick. Zum Etikettendruck noch zusammenfassend, wir packen das in ein neues Modul für Sie. Das Modul beinhaltet die Implementierung eines oder beliebig vieler Drucker und kostet 2.000 Euro für eine der genannten Möglichkeiten. Nur das noch zur Information. Das Layout können Sie bei sich im Testsystem erleben. Ansonsten wird das jetzt im Anschluss an den Anwender-Call das eingespielt, sodass Sie das dann auch in der nächsten Woche direkt verwenden können. Wer das erleben möchte, geht bitte zu sich ins Testsystem, lässt oder aktiviert es sich dort selber. Dann können Sie da schon mal reinschauen und gegebenenfalls Ihre Kollegen vielleicht auch noch schon ein bisschen einstellen. Wir danken an der Stelle ganz herzlich für Ihre Teilnahme heute. Wir waren hier knapp 50 Nutzer, Nutzerinnen insgesamt. Toll, dass Sie hier so aktiv mitmachen. Das Team und wir stehen jetzt bereit für Ihre Fragen. Bitte melden Sie sich entweder raise hands oder in die Question and Answers rein. Nehmen Sie hier bitte
per Chat oder per Q&A Kontakt zu uns auf und wir gehen jetzt die ersten Fragen gemeinsam durch. Eine Frage war von Yannick Jungheit, Indikatorlabor. Hallo zusammen. Kann ich die Suche grundsätzlich einschränken, also dass die Grundauswahl immer nur nach der internen Auftragsnummer sucht? Verstehe ich das richtig? Ich glaube, hier möchte das ist offensichtlich eine Auftragssuche und soll nur nach der internen Auftragsnummer gesucht werden. Das ist wahrscheinlich die Bezeichnung. Also Stammdatenaufträge favorisiert suchen. Patrick, magst du mir zu Hilfe springen? Okay. Also Bezeichnung wird auch durchsucht, aber nicht, nicht exklusiv. Das heißt, die Auftragsnummer wird schon auch immer mit durchsucht. Das heißt, wir können die nicht hier aus der Suche ausschließen. Das ist doch ein sehr zentrales Feld. Andere konfigurierte Stammdatenfelder kann man durchaus auswählen, ob die in der Suche einbezogen werden oder nicht. Ja, und sonst, wenn man vielleicht nur die Aufträge durchsuchen möchte, müsste man auf die Auftragssuche gehen, auf der Suche auf der Auftragsseite, würde mir noch einfallen dazu. Dann kam mir noch ein klitzekleiner Hinweis von Stefan Karl. Auswertungen, Layout im neuen Layout. Danke, Stefan Karl, für den Hinweis. Bauen wir ein, hat die Miriam schon beantwortet. Das ein Symbol ist dann noch zu grau im Hintergrund und das fällt noch nicht auf. Danke, das ist ein wertvoller Hinweis. Ja, vielleicht auch dazu noch ein genereller Satz. Durch das neue Layout hat sich die Oberfläche optisch ein bisschen verändert. Ich sage irgendwie, es passt wie ein Facelift. Im Hintergrund, serverseitig, hat sich da an sich weniger geändert. Das ist vor allem im Vordergrund die Elemente. Manche Buttons haben sich von der Position ein bisschen verschoben, manche Felder ein bisschen verschoben. Und wenn jetzt eine spezifische Maske, die vielleicht jetzt in Ihrem Labor im Einsatz ist, sich vielleicht etwas verschoben hat, dass ein Button vielleicht überdeckt wird oder sowas, dann bitte um Info, das können wir dann sehr schnell wieder gerade rücken. Danke, Patrick. Nächste Frage von Dr. Samuel Mang. Gibt es in der neuen Taskleiste eine Möglichkeit, weit in der Zukunft liegende Tasks optional auszublenden? Sprich Prüfmittel, Wartung in 3 Jahren, sowas. Mhm. Also die Tasks sind chronologisch sortiert. Das heißt, die, die in der Zukunft liegen, sind dann halt auch sehr weit unten in der Liste. Ich würde mal vielleicht eher so sagen, was vielleicht Sinn macht, ist, dass man eine gewisse Anzahl an Tasks, und das sind natürlich die aktuellsten, anzeigt. Ich sage jetzt vielleicht mal 20. Und dass man dann einen Knopf hat, wo man weitere Tasks einblenden kann, wenn man jetzt noch sehen möchte, was dann darunter noch kommt. Also das wird mir hier vorschweben. Da müsste man ein bisschen ausprobieren, welche Anzahl hier vielleicht gut geeignet ist, dass man defaultmäßig zeigt und dann die drunter vielleicht so zum Außen einklappen macht, damit das hier vielleicht übersichtlicher bleibt, wenn man besonders viele Tasks hat, die weit in der Zukunft liegen. Alles klar. Das wären Ihre Fragen. Mehr haben wir hier noch nicht von Ihnen bekommen. Das würde jetzt hier direkt eine Punktlandung. Dann würden wir Sie um 11.45 Uhr in weniger als 60 Sekunden in das wohlverdiente Wochenende schicken. Machen Sie mit der Labordemark noch Ihre restlichen Prüfberichte. Vergessen Sie nicht, sich nachher auszuloggen. Nein, Spaß. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Danken für Ihre Aufmerksamkeit. Das war spannend heute mit Ihnen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön auch an Tim Drumann von der Anikon und an Dr. Claudio Rolli von Fluix. Danke für diese spannenden Einblicke und Vorträge und Sichtweisen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Wiederschauen.